sind wir wieder zurück aus der Werbung und ich bin gerade rumgelaufen, habe ein bisschen schon mal ein paar Digimon. Du hast Digi-Babys getötet. Nein, ich habe die Programme überprüft. Das eine hat einen Schnuller. Ein digitaler Schnuller. Es bleibt ein Schnuller. Ja, komm. Aber zumindest, ja, wir haben geguckt, es gibt Random Encounter, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter gelaufen. Es spielt sich eigentlich relativ fix und flüssig, also relativ gewohnt, wie man es von Rollenspielen ist. Du hast es über Kreuzfinde, wir haben es gesehen. Das Scannen konnten wir jetzt noch nicht so direkt machen, weil jedes Mal, wenn du den Kampf anfängst, hast du eine dieser Prozentraten. Mhm. Und das Gefühl momentan ist, das müssen wir nochmal konkret auschecken, dass man erstmal bestimmte Digimon oft genug bekämpft haben muss, damit man die Scanraten oder die Scanrate so hochtreibt, dann müssen wir bei 100% die für sich in seine Party dann reinballern kann. Was an sich halt auch Sinn machen würde, wenn man halt stärkere Digimon trifft, dass man die dann dementsprechend noch oft denen begegnen muss, bevor man die mit aufnimmt. Dass man es noch ein bisschen macht, genau. Da ist er ja. Ich denke mal, wir werden gleich eine Art Bosskampf oder sowas haben. Guck mal da, da kommt doch was. Uha, schau, Teriamon das packt. Okay, Tentakel. Okay, Alter. Octopusmon. Roboctopus. Okay, noch ein Digimon. Das schwarze Monster von Eden. Das deine Daten aufisst. Weglutscht. Lauft weg. Nein, ich habe ein Digimon, womit ich kämpfe. Oh, er hat auch schon eins. Mit seiner Matrix. Apple Matrix. Wo läufst du denn hin? Ich sage doch, du sollst raus. Aber nein, ich bin ja eine Kämpferin. Ich habe Digimon. Sag mal, da wird sie weggelutscht, die Nokia. Ah! Ich möchte die aber haben. Und dann bekommt die auch noch die beiden. Dann. Ach Mensch, Nokia. Wir beschützen dich, Nokia. Wir sind deine Freunde. Ja. Was ist mit mir? Wollte ich gerade sagen. Zu Recht regt sie sich mir auf. Alles klar. Guck mal, kein Digimon zu sein. Ja, ich kann nicht über die verfügen, weil die sind grün in der Liste. Grün sind Freunde sozusagen, die mit eigener KI funktionieren. Ja. Also die sind jetzt Gäste, die mit dabei sind. Ich habe Skills, ich will da einmal Heal anwenden auf uns, weil wir haben ein paar Hitpoints verloren vorhin. Ich wusste nicht, dass wir gleich einen Boss reinschmeißen. Data is converging. Okay, der bereitet sich also auf ein... Oh, Intelligence down? Was? Der hat sich selber... Okay. Heavy Strike. Oh nein. Ich hau auch mal normal zu. Alter, was passiert denn hier? Oh, einen Pepper Breath. Den haben wir gestern auch angewendet, ne? Bei Story 2003. Ja, der Name ist wirklich sehr lustig mit dem Salz und Pfeffer. Der zieht sich durch alle Spiele und ich habe ihn noch nie so richtig verstanden. Vielleicht der ja, wahrscheinlich, weil es brennt in der Nase oder so. Ich denke mal, ja. Road Terminal. Alter, hat er gerade. Hat er gerade das Gabumon da gelöscht? Was macht er da? Ich kann ihn mir nicht entgegenstellen. Das, ja, sowas passiert, wenn man zu Nokia hält. Ja. Dann wird man direkt gelöscht im Kampf. Überschrieben. Okay, wir müssen jetzt raus. Das Schloss haben wir geschafft. Aber was mit denen? Du kannst nichts tun. Bist du weg? Achso, wir müssen weglaufen, sie läuft wieder zurück. Ja, sie haut ab und lässt ihre Digimon da, ey. Sie ist ein sehr, sehr guter Digimon-Partner, Digi-Ritter. Vielleicht werden sie automatisch ausgelockt, sobald man auf der... Ach komm, du kannst nicht mal laufen? Gott, nein, ich muss doch auf die Plattform. Oh nee, und jetzt wird wieder geglitscht. Das sind diese Hacker wieder, die Saxons. Das Digi weiß. Ah, es gab Probleme beim Ausloggen von Waltraud Eiber. Wir können nicht weiter ausloggen. Wir können nicht ausloggen. Wir versuchen es weiterhin. Du wurdest ausgeloggt. Wir sehen dich beim nächsten Loggen. Vielen Dank. Eden is a human network run by Kamashiro Enterprise. Okay, sind wir jetzt in der richtigen Welt mal? Ich glaube ja. Also du müsstest auch in der richtigen Welt rumlaufen. Wenn ich in der richtigen Welt rumlaufen kann. Ich dachte, das ist vielleicht komplett nur in der digitalen Welt, aber guck mal. Aber was jetzt nämlich passieren müsste, es müssten nämlich jetzt auch die Digimon in die reale Welt kommen. Ja, guck mal, wie ich bin nicht richtig ausgelockt. Oh nein, er hat die Textur vergessen. Oh nein. Was ist denn mit der los? Was ist denn passiert?
Ja, Polizei, kommen Sie her. Also, sieht auch gefährlich aus. Hat einen schlechten Tag gehabt. Völlig verhaften. Schwester Joy. Nur weil ich so leuchte, werde ich verhaftet. Also mit dem Ausloggen ist was schiefgegangen. Ich dachte, wir wachen jetzt irgendwo in der Klinik auf oder so. Oder bei ja, oder zu Hause irgendwie. Das und es kommt ein Auto vorbei. Mit einer sexy Dame drin, ja. Was passiert denn hier? Suchst du deinen BH oder was ist da los? Braucht sie nicht, alles Tape. Ja, ja. Das hält schon. Ja. Und natürlich, die Polizistin schreit hinterher. Was passiert denn hier? Ich habe schon vieles gesehen. Ja, das passiert, Leute, wenn ihr euch nicht vernünftig ausloggt, genau, bei Online-Spielen und einfach so ausmacht. Oder wenn ihr den USB-Stick einfach abzieht. Genau, oder auswerfen vorher. Ich bin mir da aber ganz sicher, dass bei Windows-Rechnern ist ja kein Problem. Apple macht dir bewusst den USB-Stick kaputt, wenn du es nicht auswirfst. So ist es meist. Um dir eine Lehre zu erzählen. Ja, so ist es. Egal, was ist. Ja, ja, wir löschen automatisch ein bisschen was. Wo, was ist mir passiert? Du bist in einem extrem digitalen Zustand. Als ob du ein Cyberspace-Avatar in der echten Welt wärst. Ja, ich bin doch, das ist ja auch der Avatar. So sehe ich ja doch nicht im echten Leben aus. Jetzt ist es halt wirklich irgendein fetter Typ und jetzt muss halt Mädchen rumlaufen. Ja, jetzt muss er als Mädchen rumlaufen. Und dann sagt er, okay. Das nehme ich mit. So, Diska. Und wo bin ich hier? In Shinjuku. Natürlich bin ich in Shinjuku. Stadtteil von Tokio. Okay, wir gehen zu unserer Agentur. Und dann kannst du mir die Details erzählen. Und wer bist du? Natürlich, ich bin... Kyoko, Kurumi Kyoko des. Ein bescheidener Detektiv. Ach ja, die Cyber-Sleuth, natürlich. Irgendwo müssen ja okay, das erklärt natürlich das Fehlen des BHs. Also ich glaube, du kriegst zumindest von männlichen Personen sehr viel schneller Informationen mit dem Outfit. So ist es. Sagen Sie mal, haben Sie einen Fall gemacht? Ja, ich bin schuldig. Nehmen Sie mich fest, fassen Sie mich an. Behaarlose Frau. Oh, hier bei GameStop. Nein, da ist die Detektivagentur. Ist ja tatsächlich ein bisschen Persona-Style. Ja gut, ja, stimmt. Ich hatte bei den Trailern hatte ich gesehen, dass man natürlich auch in Anführungsstrichen reellen Gegenden rumherum läuft, aber ich dachte, das wäre vielleicht ein anderer Teil des Cyberspaces, wo man genau, weil es in diesen reellen Gegenden nämlich auch diese Cyber-Glitches gab, also überall halt wie jetzt bei dem texturlosen Mädchen. Ja, die ist aber, also unsere Frau Detektivin ist nicht besonders reinlich, die Kyoko. Ja, so wie alle Detektive ja scheinbar. Ja. In der Film- und Videospielwelt. Also, beim Ausloggen gab es Probleme. Ja, da gibt es irgendwo noch deinen Körper irgendwo da draußen. Ja, natürlich, der Spieler ist irgendwo noch. Vielleicht wurde deine mentale Daten getrennt von deinem physischen Körper. Irgendwo ist nur noch eine Hülle gerade. Oder vielleicht wurde dein Körper bewegt, während du gerade im Cyberspace warst und du bist korrumpiert worden. Ist ja alles keine schönen Aussichten. Das ist ja echt ziemlich ungefährlich, da zu... in Cyberspace zu gehen. Das passiert uns allen. Das passiert uns allen, wenn wir mit Oculus Rift und so anfangen. Das ist die Zukunft, eindeutig. Dann bewegt einer einen Sessel und du kommst texturlos wieder raus. Oder bist halt auf einmal eine Frau. Ja, Kyoko als Agentur, die Cybercrimes löst, deshalb hat sie sich unserem Fall eingenommen. Sieht sogar auf, wir sitzen auf dem Sofa für Klienten. Oh. Keine Sorge für Bezahlung, wir kümmern uns drum. Das ist doch auch ganz nett. Ich glaube aber, die wollen was von mir. Wo hast du dich eingeloggt? Ich glaube, ich kann mich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, ne? Wie ich richtig aussehe. Wenn meine mentalen Daten getrennt wurden. Okay, ein Half-Cyber-Body. Ey, das ist ja wirklich krass. Kann ich vielleicht mein Aussehen jetzt ändern? Kann ich mir ein neues Outfit runterladen? Neues Gesicht, neue Haare? Aber bisher frage ich mich tatsächlich, also das kommt mir jetzt in den Sinn, ob das schon immer ein Digimon-Spiel war oder nicht am Anfang wirklich irgendwie als Persona-Klon irgendwie entwickelt gedacht wurde und haben? Am Ende Digimon draufgeklatscht. Ich kann mir vorstellen, dass es zwar als Digimon-Spiel geplant war, aber die haben sich gesagt, was ist gerade jetzt aktuell und funky bei Rollenspielen. Und wenn ich jetzt in den Fernseher reinspringe, das ist wirklich Persona. Ich springe in den fucking Fernseher rein. Nee, du öffnest ein
Port zur digitalen Welt. Ein Digiport über den Fernseher. Das muss ich, wenn es draußen regnet, muss ich nach dem Serienkiller suchen oder was ist los? Ich denke einfach, es ist so das aktuelle Styling, was so gerade beliebt ist im Rollenspielbereich und da wird Digimon natürlich darauf angepasst. Aber es wirkt schon ein bisschen, also Digimon hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, die Spiele. Jetzt bin ich gerade im Netzwerk und kann mich durch die Daten bewegen. Genau, es ist verwunderlich, wie lange du wirklich brauchst, bevor du tatsächlich auf Digimon triffst oder mit denen halt interagieren kannst. Ah, guck mal. Es fliegt mir hinterher, mein Terriamon. Während ich hier im Cyberspace herumspace. Ach, und es gibt auch wieder Random Encounter. Natürlich gibt's Kämpfer, ja. Oh, 30%, okay. Oh, ganz kleine Stufe. Die erste Ausbildungsstufe. Terrier Tornado gilt für beide. Ja, guck mal, weggewemst. Oh, ich bin aufgelevelt. Level 7 für Terriamon, geil. So, neue Skills. Nicht dazugekommen. Nein, egal. Benutze ich die, die ich bisher habe. Flimp. Ah, okay, man hat auch verschiedene Pfade, die man lang surfen kann. Hat man wohl anscheinend. Guck mal, bei dem bin ich schon bei 60. Ich würde sagen, wir machen mal noch den einen Kampf hier. Da müssen wir auch langsam zum Ende kommen. Was ist denn dein Eindruck bisher? So, ich habe schon gesagt, es ist nicht, also ich hätte es jetzt nicht direkt als Digimon-Spiel klassifiziert, aber es scheint wohl eine interessante, etwas andere Mischung zu sein. Ne? Ja, es ist halt vor allem länger her, dass ich mal so ein, also wirklich intensiv so ein rundenbasiertes JRPG gespielt habe. Deswegen hätte ich da aktuell wirklich sehr viel Lust zu und Digimon versüßt das ganz einfach nur. Nee, ich glaube, ich habe auf jeden Fall Bock, es auch mal privat zu zocken, aber der Einstieg ist halt doch ein bisschen zäh. Naja, also es ist natürlich relativ, wir haben jetzt eine Stunde gebraucht und sind schon einigermaßen weit drin. Persona hätte es jetzt 5 Stunden gebraucht, bis du an dem Punkt wärst. Also es ist vergleichsweise noch ein bisschen fix, aber es ist ja auch nötig, um die Welt aufzubauen. Ich denke, von hier an wird es ein bisschen speediger gehen, wie man reinkommt ins Spiel, wie man es macht. Interessant ist es auf jeden Fall. Ich werde ein bisschen weiterspielen, werden nochmal gucken, ob wir hier was auf dem Sender machen, wenn ich mal ein bisschen weiter drin bin. Und ja, vielleicht kann ich mal ein bisschen konkreter was dazu sagen. PS4-Version haben wir gerade gespielt, PS Vita-Version gibt es auch. Leider kein Cross-Buy im Store, also wenn man eine Version hat, hat man nicht automatisch die andere. Es kann sein, wie bei Trails of Cold Steel, was ich euch vor ein paar Tagen gezeigt habe, dass man die Saves zumindest umwechseln kann, wenn es denn nötig ist. Ansonsten danke, Alvin, dass du dich nochmal hierher bemüht hast und dass du schöne Merchandise auch an otaku.de uns das zur Verfügung gestellt haben. Viel Spaß mit dem Restprogramm und nachher geht es um 18 Uhr mit Sophia sogar live weiter und Rick and Morty. Ja, Pocket Mortys. Pocket Mortys. Das nächste Pokémon-Spiel. Bis dann. Bis dann. Tschüss.